Wie gesagt, ich habe einige Wörter, die auf der genehmigen Liste sind, wo ich mir auch immer denke, warum musste das genehmigt werden? Das ist ein normales Wort. Wie gesagt, okay, also O, K und E am Ende. Selbst das hat mir der Bot irgendwann, ich habe Tangred vergessen. Selbst das hat er irgendwann angemarkert. Ich meine, das war auch bei Iron. Das ist ganz komisch, dieses Viech. Diese zwei Viecher, die ich da als Bot drin habe. Andererseits bei... Ich hatte ja schon einiges an Bot-Angriffen tatsächlich. Da sind die dann wieder super. Das heißt, ich nehme lieber das eine in Kauf und achte dann lieber darauf, dass ich dann das Timeout von Iron wegnehmen kann. Oder halt allgemein von anderen. Wenn es für mich in Ordnung war. Als dass ich die dann umstelle und mein Bot die Bot-Angriffe nicht mehr nehmen will. Ausnehmen will. Wie auch immer. Ein ganz großer Feind von, wenn sich jemand daneben benimmt, weg mit dem. Aber direkt die Wörter zu sperren, halte ich für mehr als falsch. Ja, Problem ist halt, es gibt halt gewisse Wörter, was Twitch nicht gerne sieht. Deswegen, ich habe es schon auf 18 gestellt. Das meiste wird, wenn es angemarkert wird, wird erlaubt. Es kommt immer drauf an, ob es dann eine Beleidigung ist und ja, meistens fliegen sie dann trotzdem, aber dann wird das Foto-Tag erlaubt. Problem ist halt, wenn ich die Sachen auch auf YouTube bringe. Da ist es dann schon wieder schwieriger, deswegen sage ich immer so teils, teils bitte. Weil YouTube ist da ein bisschen strenger als Twitch. Die gucken sich halt jeden kleinen Fünf an. Das, was ich da teilweise schon für Beschwerden hatte, das war nicht von schlechten Eltern. Ich halte da sonst auch nichts von, aber ich möchte ungern gesperrten Account haben. Das, wäre jetzt nicht so prickelnd. Deswegen bin ich da auch immer ganz vorsichtig. Nein, der Chat nicht an. Hast du den Stream auch dein Bild schon vor dem Chat? Ja, das schon. Aber ich weiß nicht, wo ich das Ding hinpacken soll. Beziehungsweise ist das halt etwas anstrengend, das Ganze so zu platzieren. Das wäre dann rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und das immer. Das ist verdammt nervig. Das alles so zu positionieren, dass es, ne? Da ist, wo es hingehört. Weil ich das mit einem etwas blöden Programm mache. Aber mit dem komme ich ganz gut klar. Ich bin kein Technik-Frigge. Ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, dass das alles so funktioniert, wie es funktioniert. Wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen, ich fahre halt mit der Sache so gut und fertig. Den Chat blende ich in FF nicht aus wegen Namen oder Eskapaden. Deswegen ist es nichts. Ich habe einfach nur meine Kamera darüber. Weil wo soll meine Kamera sonst hin? Das ist halt einfach der beste Platz. Ich habe es nicht ausgeblendet wegen Namen oder anderer. Deswegen ist es nicht draußen. Oder ausgeblendet. Könnt ihr noch so machen. Aber sieht halt scheiße aus. Ist halt einfach der beste Platz für die Kamera. Ich weiß gar nicht, in irgendeinem MMO habe ich es ja auch, dass das schwer zu sehen ist. Glaub in ESO. In ESO kann ich es tatsächlich nicht komplett abdecken. Nee, deswegen habe ich es wirklich nicht. Erstens habe ich es noch nie erlebt, dass scheiße geschrieben wurde. Ein einziges Mal, das war aber privat. Und das war so schnell wieder weg, dass... Ne? Man kann angekackt werden dafür, aber also es kommt drauf an, was drin steht. Aber deswegen habe ich es halt wirklich nicht. Ich habe mir halt nur gedacht, weil oben sind ja die, ist ja die Leiste, ne, wenn Follow reinkommt oder sowas. Das sieht halt unten in diesen Leisten doof aus. Weil das dann da meistens rüber switcht und dann sieht man da was nicht, dann sieht man dort was nicht und das ist doof.
Das triggert mich. Bei der Leiste hier ist mir das egal. Bei die hier ist. Weil das hier halt nur wegen Server ist. Das ist aber tatsächlich wegen gewissen Leuten. Halt auch wegen Stalking und sowas. Deswegen, ne? Das. Und Kamera passt halt einfach perfekt dahin. Nein, alles gut. Alles gut, Herr Wann. Alles gut. Ich will dir das auch nur erklären. Ich krieg das auch nicht in den falschen Hals und sowas. Alles gut. Ich will halt nur erklären, wieso. Ich will nur, ja? Also alles gut. Ich verstehe das auch nicht falsch. Ich will halt nur erklären, warum ich das so handhabe, wie ich es handhabe. Aber wie gesagt, die Kamera ist da nicht wegen dem Chat. Also wirklich nicht. Ich könnte sie auch da oben hinpacken, aber es wäre dann, glaube ich, auch im Video halt scheiße, wenn dann das dann alles auch noch so ein bisschen weiter nach unten. Also ich habe viel rumprobiert. Ich habe wirklich sehr, sehr viel rumprobiert und ja. Mittlerweile ist ja meine Kamera sowieso, sie ist immer da unten. Ich glaube, ich hatte sie nur einmal nach oben gepackt. Ich weiß so nicht mehr, bei welchem Spiel. Ich glaube, bei einem Life is Strange Teil. Oder war es bei Witcher? Ne, bei Witcher 2 war es, glaube ich. Da habe ich die Kamera nach oben, glaube ich, gepackt. Weil hier irgendwas, also hier in der Leiste irgendwas war, was zu sehen sein sollte. Meine ich. Ja, ich verdiene kein Geld mit, aber mir ist mein Kanal tatsächlich wichtig. Mir ist mein Kanal wichtig. Es hat Gründe. Für mich ist das halt, es ist, YouTube ist ein Hobby. Ein Hobby, was ich sehr, sehr gerne mache. Und bei mir war es halt, ich habe vor Jahren wegen einem Ex-Freund damit aufgehört. Dann habe ich meinen aktuellen Verlobten halt kennengelernt. Und seitdem habe ich diesen Kanal. Und ich verbinde da so viel mit. Und für mich wäre es das Schrecklichste, wenn ich darauf gesperrt werden würde. Ich verbinde da so viel mit diesem Kanal. Auch wenn es halt nichts ist. Auch wenn da nicht viel los ist. Auch wenn, ne, ich kein Geld mit verdiene. Ich verbinde da einfach was mit. So, ich werde jetzt ins Bett wandern. Viel Spaß euch noch. Alles klar, Iron. Schlaf schön. Und schön, dass du da warst. Also wie gesagt, ich verbinde da halt sehr viel mit. Ich bin halt so ein Gefühlsmensch. Es gibt so Sachen, die kann ich auch zum Beispiel nicht wegschmeißen, weil da so viel dran hängt. Vielleicht in 10 Jahren sieht es vielleicht anders aus. Oder vielleicht schon in 5. Weiß man ja nicht. Aber so zur Zeit hänge ich da halt wirklich noch sehr, sehr dran. Jo, Tankred, bevor ich dich jetzt wieder vergesse. Bist du bereit zu großen Taten? Dann lass uns gleich loslegen. Was fängt man mit einer Menge Kristalle und ein paar Obdachlosen an? Man schmeißt sie in einen Topf und macht eine Brühe draus. Einen Zusammenhang muss es geben und den finden wir schon heraus. Was den Kristallraub angeht, darum kümmert sich die Amelgina Bergbau AG. Sie haben die Sicherheitsvorkehrung verstärkt, um weitere Zwischenfälle zu verhindern und arbeiten an der Aufklärung der Geschichte. Deswegen werden wir beide uns auf die Untersuchung der Entführung konzentrieren. Wir haben nicht viele Anhaltspunkte, aber zufällig ist das bei Camp Knochenbleich besonders vielen Leute verschwunden sind. Muss noch die Punkte fürs Wunschspiel zusammenbekommen. Dein teuflischen Lachen. Oh. Ach, Iron. Dazu solltest du mit deinen Nachforschungen anfangen. Isenbart ist für das Camp zuständig und kann dir die Umstände genauer schildern. Der kriegt. No. Tankred mag ich. Tankred ist ein cooler Dude. Ich glaube, neben Istola war er mit einer meiner Lieblingscharaktere. Ganz am Anfang. Also ganz, ganz, ganz am Anfang. Das waren tatsächlich die ersten Charaktere, die ich überhaupt gemocht habe. Ich meine, ich habe diese ausgesprochen. Ja, ist dir egal. Ich spreche dir trotzdem aus.
Aber ich glaube, die meisten Sprecher sprechen ihn aber auch so aus, oder? Meine ich. Also viele, nicht alle. Es gibt auch welche, die sprechen unterschiedlich. Das ist bei mir vergebens, Stefan. Das ist bei mir vergebend. Das kriegst du nicht mehr rein bei mir. Wobei ich mittlerweile auch, was Englisch angeht, eine egal Einstellung habe. Ich muss kein Englisch sprechen und deswegen. Das ist wie mit Mathe. Ich sag mal so, mir wurde auch der Spaß dran verdorben. Ich hatte überhaupt keinen Bock drauf, das nochmal zu lernen. Also einfach Einstellung, ja. Wie gesagt, ich habe keinen Bock mehr drauf. Mir wurde diese Sprache und auch Mathe, mir wurde das so verdorben von so vielen Leuten, von so vielen Lehrern. Ich habe auf die Sprachen keinen Bock mehr. Latein würde ich gerne noch weiter lernen. Latein hatte ich leider viel zu wenig. Da würde ich mich noch mal dran setzen. Aber auch nur daran. Englisch, wenn ich dann irgendwann mal verreisen sollte. Es ist zwar mal geplant nach Schottland, aber ich. Das ist ob das so hundertprozentig was, weiß man ja noch nicht. Und wenn, dann komme ich auch irgendwie mit dem bisschen Englisch, was ich kann, komme ich auch klar, aber. Das, nee. Ja, Spaß, sich beibringen zu können. Das ist das ein oder andere Wort. Vielleicht. Ich sage einfach mal vielleicht. Aber wie gesagt, es wurde mir so viel so oft verdorben. Das ist. Früher, ich habe Englisch geliebt. Und dann kam ich in die 5., 6. Klasse und ich hatte den übelsten Rotz als Lehrerin. Ich glaube, die Frau konnte halt einfach selber kein Englisch. Genauso wie mit der Mathelehrerin. Ich weiß nicht, wie oft ich das... Geschichte habe ich ja schon recht oft erzählt, aber... Diese blöde Kuh ist... Nee. Ich bin froh, dass ich diesen Menschen auch nie wieder begegnen muss. Dass solche Leute dann noch Lehrer werden. Das ist einfach nur furchtbar. Die müssen auch wissen oder merken, wie die Schüler dann, dass die Noten einfach scheiße sind. Und wenn die Noten einer gesamten Klasse schon miserabel sind, das kann nicht alles daran liegen, dass du kein Englisch. Also, das ist das nicht wollen. Müssten Lehrer mal sich selber fragen, ob das so funktioniert, wie sie das da handhaben. Ich habe Englisch gehabt, meine Lehrer waren scheiße. Bin mit einer 5 aus der Schule raus. Dito. Ich glaube, Englisch habe ich mir noch irgendwie auf eine 4 gerettet durch die Prüfung. Aber nur, weil wir mussten die Prüfung tatsächlich zu zweit machen in Englisch. Und ich habe nur deswegen eine 4 gekriegt, weil die, mit der ich zusammenarbeiten musste, oder halt, wir sollten ein Gespräch führen. Und uns halt vorstellen, ein Gespräch führen. Und ohne Witz, ich kann mich vorstellen, ich kann sagen, wo ich wohne, wo ich herkomme. Und irgendwie habe ich das auch gerockt. Sie wusste nicht mal, wie sie sich vorstellt. Sie wusste ihr Alter nicht. Sie saß einfach nur, hat angefangen zu lachen. Und irgendwie, ich weiß nicht, was die gemacht hat, oder sie hat danach tatsächlich geheult, dass sie eine 6 gekriegt hat und war sauer auf mich, dass ich eine 4, also nee, ich hatte glaube ich eine 3 und habe mich auf eine 4 gerettet mit der 3. Und die habe ich nur gekriegt, weil meine Partnerin einfach nichts auf die Reihe gekriegt hat. Und ich habe ihr noch versucht, irgendwie zu helfen. Ich habe so viele Hilfestellungen gegeben, wie ich konnte, damit sie vielleicht auch noch eine gute Note kriegt. So ging komplett nach hinten los bei ihr. Sie saß dann nur da und so, und ich weiß gar nicht. Ich glaube, die eine Prüferin hat dann irgendwann auf Englisch nur gefragt, sie ist nicht die hellste Birne am Leuchter, oder? Ich habe dann nur geantwortet, nein. Das ist sie nicht. Und dann hat sie sich nur... Das Schlimmste ist, sie hat dann halt nur angefangen zu lachen, weil wir angefangen haben zu lachen.
Der hat aber nicht gesteckt, dass wir uns halt amüsiert haben darüber. Weil es war einfach nur traurig. Ich meine zumindest Namen und Alter. Aber. Ja, gut. Ich meine, ich habe auch nicht die beste Leistung abgeliefert. Also wirklich nicht. Ich habe mir da auch einen weggestammelt. Vor allem, ich weiß gar nicht, wir sollten dann auch noch Bilder beschreiben. Das ginge auch noch. Aber das Gespräch war halt das Schlimme. Das Gespräch, was die meisten Punkte gegeben hat. Und sie saß da und hat nichts gesagt. Und du denkst dir nur so, Mensch, scheiße. Meine Note sinkt einfach noch weiter im Keller. Geil. Also das war so der einzige Punkt, wo ich dann Gott sei Dank mich doch gerade so auf eine 4 gerettet habe. Aber sonst kontinuierlich 5. Kontinuierlich. Das ist schlimm. Mittlerweile kann ich behaupten, dass ich 80-90% verstehe, wenn ich Kontext habe. Ja, verstehen. Also ich glaube, verstehen kann ich besser als sprechen. Aber verstehen tue ich auch nicht alles. Ich muss manchmal sehr, sehr lange überlegen, bis ich weiß, was die Person von mir gewollt hat. Oder mir fällt es dann ein, wenn die Person weg ist. Das hatte ich nämlich mal beim Einkaufen. Hat mich jemand auf Englisch was gefragt. Als die Person weg war, wusste ich die Antwort. Oh, mature. Mhm. Bin ebenso mit einer 4 raus. Jedoch verstehe ich sehr viel Englisch. Kann dafür nicht so viel, wie ich sprechen, verstehe sprechen, ja. Ich kann auch, schreiben kann ich halt auch nicht. Das ist so, verstehen, wie gesagt, geht. Aber das Antworten ist das Schlimmste. Das Antworten ist, finde ich, das Schlimmste. Und dann fallen dir auch die richtigen Wörter meist nicht ein. Und ich glaube, ich war auch immer so ein bisschen verwirrt von dem American English und von dem British English. Da war ich ja so mega verwirrt. Das hat mich so komplett aus der Bahn geworfen, weil wir haben beides gelernt. Wir haben beides gelernt, aber ohne gesagt zu bekommen, was wir da jetzt lernen. Das war einfach nur furchtbar. Ich hab Englisch gehasst. Ich habe Englisch einfach nur gehasst. Ich war auch immer froh, wenn in den Arbeiten oder Klausuren mehr Hörverstehen war als alles andere. Das habe ich noch auf die Reihe gekriegt. Als es dann ging, ja, schreiben Sie eine Postkarte an Ihre Schwester in Usbekistan. Woher soll ich das hier schreiben? Keine Ahnung. Das war das schlechteste Englisch, was es nur gibt, war wieder reingekritzelt. Das war furchtbar. Nee. Ich wollte echt gerne mehr Englisch lernen. Wollte ich echt. Mittlerweile ist es halt wirklich nur noch diese Egal-Einstellung. Ich glaube, wenn ich oder wenn wir irgendwann Kinder haben, die dann zur Schule gehen, ich glaube, ich werde es verdammt gerne dann machen. Weil ich dann auch noch wieder was mitlerne. Ich glaube, da werde ich das dann furchtbar gerne wieder machen. Aber auch nur, weil ich nicht in der Schule sitze. Und ich die Hoffnung habe, dass mein Kind mir das erklärt. Später irgendwann mal, wenn es soweit ist. Oder vielleicht frisches. Mal gucken. Britisch-Englisch, uff. Immer in den Arbeiten, diesen Akzent. Man kann einfach nur eine schlechte Note bekommen. Mhm. Oder dir ist das Wort im American English eingefallen. Du musst aber die Arbeit im British English schreiben. Ja, Arschkarte. Das American English, das habe ich noch halbwegs, so. Da sind mir dann die Wörter auch eingefallen. British English dann nicht mehr. Weil das dann so abstrus war, dass du dir gedacht hast, wie sollst du da drauf kommen? In Deutschland wäre der Unterschied zwischen britisch und amerikanischem Englisch. Was ist das Problem? Und was Problem, Alter? Oh Gott. Der ist gut. Der ist gut. Stell dir einfach vor, du hast schlechte Zähne. Ein Regenschirm. Dann kannst du auch britisch Englisch. Oh, geil. Kein 3 Sprachen perfekt, nur kein Englisch. Würde von einer Sprache gegen Englisch tauschen. Wie gesagt,
das Witzige ist, mir wurde immer gesagt, nee, da sie Englisch nicht können, brauchen sie auch keine neue Sprache versuchen. Da können sie eh nur schlechte Noten schreiben. Ja, ich hatte dann tatsächlich Latein. Latein hatte ich komischerweise 1er-2er-Bereich. Englisch 5er-6er-Bereich. Ja. Deutsch war ich halt 2-3. Also zwischen 2 und 3. Es lag halt einfach nur am Englischen. Ich glaube, ich hätte selbst Spanisch oder sowas hätte ich 1000-mal besser hingekriegt als scheiß Englisch. Ich weiß es nicht, aber ich gehe echt mal davon aus, dass ich das wahrscheinlich deutlich besser hingekriegt hätte. Bei Englisch saß du irgendwann einfach nur da und hast gesagt, jo, macht mal. Es wurde mir so verdorben, die Sprache. Und eigentlich finde ich Englisch echt toll. Englisch finde ich eigentlich echt eine tolle Sprache. Vielleicht habe ich irgendwann mal Lust, das nochmal zu lernen. Ich habe sogar noch die Lehrbücher. So von Fächern, die mich interessiert haben, wo ich aber schlecht dran war, habe ich immer noch die Bücher. Außer Latein. Latein habe ich sowieso. Die stehen alle oben immer im Regal. Und die waren verdammt teuer, diese Dinger. Ich habe sogar extra noch dieses ganz alte Wörterbuch, glaube ich, noch. Von vor 30 Jahren. Und das aktuellste, glaube ich. Ich habe auch noch diesen... Wir brauchten ja, als ich mein Abitur da versucht hatte, brauchten wir ja auch noch so einen extra Taschenrechner. Das habe ich auch noch irgendwo rumliegen. 60 Tacken für das Ding. Spanisch, Arabisch, Spanisch. Und tatsächlich bin ich jetzt an Chinesisch dran. Nicht schlecht. Was ich gerne mal lernen würde, wäre Koreanisch oder Japanisch. Das würde ich gerne mal lernen. Und halt Latein. Und dann irgendwann Englisch. Englisch kommt so ganz nach hinten. Also Französisch wäre nicht so meins. Aber... Vielleicht auch einfach nur aus Respekt vor der Sprache an sich. Genau, irgendwann vielleicht im zweiten Leben Englisch. Genau! Genau, wenn ich wieder aufstehe. Ja, schon die Chinesisch sind so, echt so leicht, soweit ich weiß. Echt? Weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe es aber noch nicht versucht. Beides nicht. Aber ich glaube, alles ist einfacher als Deutsch und Englisch. Ist eine Vermutung. Latein war für mich tatsächlich sehr, sehr einfach. Aber gut, ich bin noch nicht weit gekommen. Ja gut, 1,5 Jahre hatte ich Latein. 1,5 Jahre. Du brauchst das heutzutage leider nicht mehr. Wenn die beiden Sprachen andere Buchstaben, eine andere Aussprache haben. Aber ich denke mal, Koreanisch und Japanisch werden ja auch, glaube ich, nicht ganz so einfach. Denke ich. Was ist eigentlich die einfachste Sprache, die man lernen kann? Also Deutsch ist es definitiv nicht, das kann man wegstreichen. Das ist sowieso ein Ding für sich. Was ist die einfachste? Ich lese mal kurz weiter. Ja, Isenbart, das bin ich. Was gibt's? Die Einführung willst du auf... Die Entführung wirst du aufklären, so. Ah, dann musst du die Abenteurerin sein, die mit Filir gemeint hat. Man hat uns ja gewarnt, dass wir uns vor den Amidra in Acht nehmen sollen. Ja, würde mich wirklich nicht wundern, wenn die hinter der Sache stecken. Wenn ich dir irgendwie bei der Aufklärung der Sache helfen kann, sag mal Bescheid. Ich bin ja schließlich für das Camp verantwortlich. Sind sie das? Englisch ziemlich sicher. Chinesisch. Von den Bekannten zumindest. Dann Englisch. Also Englisch finde ich echt gar nicht so einfach. Aber Janusz hat, glaube ich, auch nur 12 Buchstaben oder so. Wer entwickelt sich auch dazu? Okay, wir lernen einfach alle Hawaiianisch, okay? Deutsch kann man mit Chinesisch vergleichen. Also ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich Deutsch... Also, ne, dass ich in Deutschland geboren bin und nicht...
eine andere Sprache hat und dann Deutsch lernen muss. Ich glaube, das wäre der totale Mist. Ich weiß auch nicht, wie ich meine Noten da hingekriegt habe, aber... Allein dieses... Food, also diese ganzen Zeiten... Kriege ich einfach nicht auf die Reihe. Laut Google. Erstens Indonesisch, zweitens Englisch, drittens Niederländisch, viertens Schwedisch und fünftens Spanisch. Allein als Deutscher hat man es schwer, Deutsch zu beherrschen. Ja, das stimmt. Achso, ich sollte... Habe ich nicht gesagt, ich lese weiter? Wir haben auch meinen Nacken. No. Hier kommt es doch schon wieder. Warte aber noch mit Lesen. So, jetzt höre ich wieder. Juhu! Ich habe auch extra gewartet mit Lesen, Flamor. Ich habe extra gewartet. Da du schon deine Hilfe anbietest, wollen wir keine Zeit verlieren. Minfilia vermutet die Amedra hinter den Entführungsfällen. In dieser Gegend, das würde mich nicht wundern, denn Ärger macht sie uns hier genug. Knochenbleich wird zwar von der Legion der Unsterblichen patrouilliert, aber die können auch nicht jeden Stein umdrehen. Bedauerliche Zwischenfälle sind daher in der Tagesordnung. Erst gestern wurde südöstlich von hier einige Pilger, die zur St. Adamant-Lindama-Kirche wollten, von einer Horde Amedra überfallen und getötet. Ich sehe die armen Seelen ungern als Hyänenfutter enden. Ich würde ihnen stattdessen lieber ein ordentliches Begräbnis zukommen lassen. Aber die hinterhältigen Amedra lauern vielleicht doch immer irgendwo in der Nähe. Ich könnte mich natürlich an die Legion wenden. Doch auch du scheinst mir durchaus befähigt, ein paar dieser Echsen zu häuten. Mir wäre sehr geholfen, wenn du die Leichname bergen und zu mir bringen könntest. Vielleicht findest du ja sogar etwas über die Machenschaften der Amedra in dieser Gegend raus. Ja, vielleicht. Drei wichtigen Sachen zumindest. Es gibt kein einzigste. Es gibt kein Sinn machen. Das heißt eben und nicht eben. Ja, am schlimmsten ist für mich tatsächlich einzigste. Ich finde das so furchtbar. Ich finde es so furchtbar. Es ist so. Meiner damaligen besten Freundin muss ich das verdammt oft erklären. Ich glaube, die hat das bis heute nicht verstanden. Ui. Verdammt, ziehen Sie sich doch mal bitte was an. Das ist glücklich. Ah, jetzt. Jetzt hat sie sich auch mal angezogen. So, hier brauche ich aber eigentlich keine Quests machen, ne? Level 17, Level 17, Level 15. Komme ich nicht weit mit. Schlimmste, was ich je gehört habe, war... Headshot. Was? Geinsta-Headshotted? Da will ich nicht gegen die Integration des Englischen in die deutsche Sprache erwähnen. Es gibt durchaus Grenzen. What? Das ist echt furchtbar. Der Insta-Headshotted. Das ist doch furchtbar! Wer sagt sowas? Jetzt mal ganz im Ernst. Bitte, was? Das ist ja furchtbar. Ich glaube, hätte das mal jemand zu mir gesagt, ich hätte den einfach nur blöd angeguckt und nichts gesagt. Headshot. What? Einfach nur nein. Oh, warum kommen hier so viele? Ist irgendjemand gestorben? Bitte nein.
je. Das ist auf so vielen Ebenen falsch. Oh ja, nein. Oh Gott, es wird ja immer schlimmer. Es wird ja immer schlimmer statt besser. Das Mount ist cool. Was ist das für ein Mount? Ich finde es halt mit den Steinchen cool. Aber ich stehe eh auf alles, was so ein bisschen glitzert und funkelt. Irgendwie so eine Elster. Ist es dir gelungen, die Leichname der Pilger zu bergen? Eventuell. Soll ich zumindest als Pet. Als Pet habe ich es auch. Aber auf dem anderen Schau. Hier auf dem hier habe ich meinen Mokri. Und das Luftschiff. Ich glaube, das war's schon. Danke, du hast den armen Seen einen großen Dienst erwiesen. Ich werde mich höchstpersönlich darum kümmern, dass man sie angemessen bestattet. Was diesen elenden Amajar betrifft, ich frage mich, wie sie es schaffen, sich mit ihren riesigen Körpern in den kargen Landschaften dort draußen zu verbergen. Geschweige denn, sich unauffällig anzunähern. So kann man doch niemanden entführen. Und ihre Opfer sind wie vom Erdboden verschluckt. Anders als die armen Pilger, die du mir gerade gebracht hast. Das muss jetzt unter uns bleiben, aber bei deinem Entführungsfall. Es würde mich schon verdammt wundern, wenn die dreckigen Biester nicht einen Komplizen unter uns hätten. In diesem Camp herrscht reger Durchgangsverkehr. Es wird von vielen Pilgern und Trauernden als Zwischenstation genutzt, weil ja die Grabanlagen ganz in der Nähe sind. Schräge Typen sind da keine Seltenheit. Hallo Daki! Da sind die 24 Stunden. Ups, doch nur 4 Stunden. Es gibt keinen 24-Stunden-Street, den hatte ich erst. Das war doch gerade erst Daki. Aber Hallöchen, wie geht's dir? Alles fit? Ich habe zwar ein gutes Gedächtnis und einen scharfen Blick, aber selbst ich vermag es nicht, mir alle Gesichter zu merken, die hier ein- und ausgehen. Nicht auszuschließen, dass irgendein Halunke sich hier unter die Leute gemischt hat und die Vermissten an die Amajar verkauft. Ja. Gut, dann 48. Ich wäre tot. 48 Stunden. Respekt vor allen Leuten, die 48 Stunden schaffen. Also komplett wach bleiben. Es haben schon mehrere Streamer gemacht. Größten Respekt, aber ne. Würde ich niemals machen. Werde ich wieder Mimimi und du machst demnächst 24-7. Finde ich cool, aber bitte mit Es. Oh, Daki. Nein. Dieses Jahr kommt kein 24er mehr, glaube ich. Es wird bestimmt dieses Jahr noch ein 15er geben. Ein 17er bestimmt auch. Ein 20er könnte auch noch drin sein. Das Mount gibt es im Shop aktuell im Angebot für 11,76. Wie lange gehen die Angebote noch, Tervan? Weißt du das? Und ist es Dienst-Account oder ist es nur für Char, also ein Char? In meiner Zockerzeit hatte ich mit Kollegen 51 Stunden geschafft, komplett abzureißen. Also ich habe es einmal in meinem Leben geschafft. Einmal. Ein ganzes Wochenende. Also Freitag, Samstag, Sonntag. Komplett durchzuzocken. Da habe ich, ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt, die Legacy of Kain-Reihe gespielt. Den ersten Teil komplett durch, den zweiten Teil komplett durch und den dritten Teil komplett durch. Ich glaube sogar den vierten. Bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall zwei Teile hatte ich an einem Tag. Nee, es war auch der vierte, nur den fünften habe ich nicht geschafft. Und ich weiß so noch, da musste nämlich meine Mutter arbeiten. Deswegen konnte ich das machen, die hat das nämlich gar nicht mitgekriegt. Und mein Vater kam dann zwischendurch mal rein und meinte nur so, brauchst du was zu trinken? Brauchst du was zu essen? Und entweder habe ich dann gesagt, ja, mach mir meine Pizza oder sonst irgendwas. Dann kam er dann immer so ganz heimlich mit der Pizza ins Zimmer, weil ich durfte auch nicht im Schlafzimmer essen bei mir, also im Kinderzimmer.
Ja, dann hat er mir immer so heimlich. Das war eine der wenigen guten Erinnerungen, die ich mit dem Vater habe, tatsächlich. Dann hat er mir immer so alles heimlich ins Zimmer gereicht. Wenn es dann hieß, ja, ist unsere Tochter schon wach? Nee, nee, die schläft noch. Ich liebe die Reihe, ne? Das, ich musste die durchsuchten. Bis auf den letzten Teil habe ich dann alle durchgesuchtet. Zeit steht nicht dabei. Okay. Aber gut, dass es für Dienstaccount ist. Dann überlege ich es mir mal, wenn es nächste Woche noch da sein sollte im Angebot. Legacy of Kane ist geil. Mit uns war mein Liebster. Echt? Also tatsächlich bei mir war es Soul River 1. Und ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der letzte. Auf jeden Fall der letzte Teil der Reihe. Der war auch richtig geil, wo du ja Kane und Raziel beide spielst. Das Spiel verbinde ich mit der Musikgruppe Korn, das damals entdeckt und dazu immer gehört. Echt? Bei mir war es tatsächlich die Band Nightwish, die ich dazu immer gehört habe. Weil ich hatte, da habe ich Soul River 1 gespielt. War noch, also original noch auf der PS1 und ich kam damals nicht weiter. Und wir hatten dann im Internet nach einem Video geguckt, ob das vielleicht, ne, irgendwie einen Lösungsweg gibt oder sowas. Weil es war gerade zu der Zeit, wo die Let's Plays halt so aufgekommen sind. Und es gab tatsächlich ein Video. Aber bevor wir das Video gefunden hatten, hatten wir ein Video gefunden, da war halt Zusammenschnitte aus allen Teilen. Und dazu erst das Lied Ameno. Das waren, glaube ich, die ersten 30 Sekunden. Und dann setzte von Nightwish End of All Hope ein. Und es hat einfach 1:1 gepasst, ne? Und ich habe mich in die Band verliebt und ich habe mich in das Spiel doppelt und dreifach verliebt. Und dann habe ich immer wieder Nightwish, ich hatte sämtliche CDs, dazu gehört. Und auch immer, wenn die Sequenzen kamen, Musik an, also auch so, dass ich alles noch gehört habe, aber Musik an. Und wenn die Musik dann passend zu den Szenen waren, egal ob gekämpft wurde oder sonst irgendwas, war der Hammer. Ich hab's geliebt. Ich hab's einfach nur geliebt. The Unforgiven, vielen, vielen, vielen lieben Dank für dein Raid. Herzlich willkommen hier. Jetzt muss ich aber ganz kurz. Shoutout kommt sofort. Hallöchen, ihr Lieben. Wie geht's euch? Wie war euer Stream? Ja. Ja, FF14, sehr geil. FF14, sehr, sehr geil. Ja, wir sind hier gerade. Also, eigentlich machen wir Story. Story vor allem. Mit meinem neuen Main. Wir sind aber gerade so ein bisschen abgedriftet. Wir machen gerade so einen kleinen Retro-Talk, sage ich jetzt mal, von Legacy of Kain, Bands und sowas. Wie so eins zum anderen geführt hat. Aber wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank. Was habt ihr gemacht? Erzählt. oh Gott, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Sufo, vielen lieben... Also, nicht vielen lieben Dank, sondern... Hi, Hallöchen. Wie geht's? Es tut mir leid, wenn ich deinen Namen falsch ausgesprochen habe. So, jetzt muss ich einmal kurz hochgucken. Nein, das habe ich gehört, als ich Ultima Online gespielt habe. Okay, Ultima sagt mir was, aber ich habe es tatsächlich selbst nie gespielt. Da war ich 14. Also, ich war... Damals, zu der Zeit, muss ich gerade überlegen, 8 oder 9 Jahre alt. Also noch mal ein bisschen jünger. Unser Unforgiven, vielen, vielen lieben Dank für dein Follow und herzlich willkommen hier bei den Sanftpfoten. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. Wir sind alle ein bisschen verrückt, wir haben kein Niveau und hier geht alles so ein bisschen drunter und drüber manchmal. Hab heute wieder angefangen mit FF14. Sehr geil. Komplett neu oder hast du einen Char, wo du wieder eingestiegen bist? Zu welcher Zeit warst du so alt? Als ich Legacy of Kain gespielt habe und als es anfing mit den Let's Plays, wo auf YouTube die ersten Videos von, ne, Gronkh und sowas kam zu der Zeit.
2009, 2010, 2011. Irgendwas in dem Zeitraum. Ich glaube, 9 war ich. Ich wurde 10. Meine ich. Zu dem Dreh. Also, ne? So, Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Also, 100 Jahre. Hallo? Hallo? Ich bin keine 100 Jahre alt, ja? Ich sehe vielleicht so aus, ne? Aber ich bin noch keine 100 Jahre alt. Niveau ist doch so eine Creme, oder? Genau, Tervan, genau. Das ist eine Creme. Ja. Gronkh einfach Kindheit. Aber Gronkh ist 90, ja? Locker in 100. Macht den Mann nicht älter, als er ist. Nee, Gronkh war Kindheit. Vor allem, wenn man so zum Einschlafen immer seine Minecraft-Sachen geguckt hat, also ich zumindest, ich habe mir dann tatsächlich nachts, ich war kein Minecraft-Fan zu der Zeit, aber ich habe mir dann immer seine Videos angeguckt und war irgendwie nach 2 Minuten am Einpennen. Das war cool. War cool. Lebensgefühl schon 200 Jahre. Oh. Ganz schön alt, der Mann. Also so vom Gefühl her. Damals die Zeit mit seiner Zeit einfach unbezahlbar. Das stimmt, das stimmt. Also irgendwie hat er ja jeden von uns ein bisschen begleitet. So, zumindest jeden, den ich kennengelernt habe bisher. Ich gucke den alten Mann immer noch zum Einschlafen. Nee, meistens gucke ich ihn jetzt tatsächlich, wenn ich zocke. Wenn ich mal mitkriege, dass er streamt. Oder wenn ich mal ein Let's Play von ihm gucke, was ich ganz cool finde. Weiß gar nicht. War das letzte, was ich bei Gronkh gesehen hatte? Weiß ich schon gar nicht mehr. Muss ich ja mal nachgucken. Ist auf jeden Fall schon länger her. Mann, das war länger her. Aber ich habe so, so viel früher geguckt. Auch HWSQ früher. Ganz, ganz viel. Ganz, ganz viel. Ich glaube, Elex hat er ja auch gespielt. Das habe ich auch geguckt. Life is Strange. Stray hatte ich bei ihm geguckt. Doch nicht so lange her. Stray habe ich gesehen. Nachdem ich selbst gespielt hatte, natürlich. Funk ist mir da lieber. Funk ist auch toll. Aber ich liebe beide in Kombination. Wenn die beiden was zusammen machen, ich schmeiß mich immer weg vor Lachen. Ich liebe auch, im Winter kommt ja immer Friendly Fire. Gucke ich mir jedes Mal an. Das ist tatsächlich so das einzige, der einzige Tag im Jahr, wo ich komplett nichts mache, wo ich mich einfach nur komplett voll futter und die ganze Zeit nur Friendly Fire gucke. Wo ich tatsächlich das komplett durchziehe, weil ich das einfach so geil finde. Und das ist auch jedes Mal so ultra witzig. Ich liebe es einfach. Ich liebe Friendly Fire. Das ist so cool. Und wenn dann, wie gesagt, Funk da ist und Gronkh und Pan und... Oh, das ist toll. Liebe es. Könnte ich mich stundenlang mit beschäftigen. Oder auch, als sie das Pen and Paper gemacht haben. Die Horde. Haben bestimmt auch welche von euch gesehen, oder? Ich mag ihn auch. Nur Liebe für unseren YouTube-Papa. Ja. Horde auch sehr. Ja, Horde war toll. Habe ich immer noch nicht zu Ende gesehen, leider. Ich glaube, man konnte ja dieses Comic vorbestellen. Hey, ich habe es mir direkt vorbestellt. Ich glaube, im November müsste das ankommen. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es im November ankommt. Oder Dezember, ich weiß nicht genau. Ich freue mich da mega drauf. Bin aber mal im Glück. Schönes Stream wünsche ich euch. Dankeschön. Und vielen, vielen lieben Dank nochmal für dein Raid. Und vielleicht schaust du ja ab und zu nochmal hier rein. Würde mich freuen. Ist natürlich aber auch kein Muss. Wir machen gerade irgendwie eh das Setting. Also ich glaube, ich habe mich gerade komplett wieder eingefahren. Irgendwie kommt dieser Schauer nicht weit. Es wird ein Settings-Schauer. Ich merke schon.